Hey Leute und willkommen zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video, in dem ich heute meine Prediction bzw. meine Vorhersagen und Wünsche für das kommende Herbst-Winter-Update mit euch teilen möchte. Ich finde solche Vorhersagen für speziell kommende Updates eigentlich ganz nice und würde sowas in Zukunft gerne für jedes neue kommende Update machen. Und wir werden noch einige Updates in Animal Crossing bekommen. Daher schreibt mir gerne jetzt schon mal in die Comments, ob ihr solche Prediction-Videos in Zukunft gerne von mir sehen möchtet. Vorab möchte ich wie immer noch eben auf unseren Animal Crossing Discord-Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Blumen und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem neue Schlummerinseln entdecken. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord-Server habt, findet ihr den Link zum Discord in der Videobeschreibung. Zudem habe ich vor ein paar Wochen einen kleinen Animal Crossing Amazon Store eröffnet mit richtig nicem Stuff. Also, falls ihr noch auf der Suche nach Animal Crossing Plüschs, Kissen oder Amiibo-Figuren seid, schaut gerne im Shop vorbei. Der Link zum Shop ist ebenfalls in der Beschreibung. Das kommende Update wurde ja bereits im letzten Trailer zum Halloween-Update für Ende November angekündigt. Und da ich mir ziemlich sicher bin, dass wir auch in New Horizons ein Herbstfest bzw. ein Thanksgiving-Event bekommen werden, welches dann dementsprechend am 26. November stattfinden würde, gehe ich davon aus, dass wir zwischen dem 23. und dem 25. November das Update herunterladen können und ein Trailer zum neuen Update zwischen dem 19. und 21. November von Nintendo veröffentlicht wird. Was genau der Inhalt des Updates sein wird, ist bis jetzt natürlich noch ziemlich unklar. Was jedoch auf jeden Fall feststeht, ist, dass wir zum einen Gernot wiedersehen werden. In welcher Form ist noch unbekannt, jedoch gehe ich wie gesagt stark davon aus, dass er wie in den älteren Animal Crossing Teilen davor das Thanksgiving bzw. Herbst-Event leiten wird. Zudem könnten wir mit ihm in New Horizons tatsächlich noch ein zusätzliches Koch-Feature dazu bekommen, für das es ja auch durch ältere Dataminer-Infos immer mal wieder Hinweise gab. Also falls so eine Kochfunktion wirklich in New Horizons integriert werden sollte, wäre das nächste Update, denke ich, die perfekte Zeit dafür. Neben Gernot ist ebenfalls sicher, dass wir im Dezember Chris wiedersehen werden, der wiederum sehr wahrscheinlich das Weihnachtsevent leiten wird. Zu beiden Charakteren habe ich bereits vor einiger Zeit ein ausführlicheres Video auf meinem Channel hochgeladen, also falls ihr euch für Gernot und Chris mehr interessieren solltet, klickt einfach oben rechts auf das i, dort habe ich euch das Video nochmal verlinkt. Also, gehen wir mal davon aus, dass wir mit dem neuen Update zwei neue Events plus ein eventuell permanentes Gameplay-Feature, also die Kochfunktion, bekommen würden. Was könnte nun noch dazu kommen? Was ich persönlich für sehr wahrscheinlich halte, ist, dass wir noch mehr Gemüse zum Anbauen bekommen werden. Da die Farming-Funktion an sich natürlich wirklich nice ist, dann aber doch recht schnell langweilig wird, wenn man nur Kürbisse anbauen kann. Daher gehe ich davon aus, dass in der Kombination mit dem Thanksgiving-Event plus der eventuellen Möglichkeit, kochen zu können, zusätzliches Gemüse zum Anbauen gar nicht so unwahrscheinlich ist und wir es deshalb im nächsten Update bekommen könnten. Mein persönlicher Wunschcharakter, bei welchem ich auch ein wirklich gutes Gefühl habe, dass wir ihn im nächsten Update sehen könnten, ist natürlich Coffee und das wisst ihr auch. Hinweise darauf, dass wir Coffee irgendwann in New Horizons sehen werden, gibt es, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, schon lange. Und Nintendo weiß auch, dass Coffee einer der am meist zurückgewünschtesten Charakter für ein Update ist. Und da das kommende Update wahrscheinlich das letzte Update für dieses Jahr sein wird, denke ich, dass uns Nintendo mit Coffee im kommenden Trailer zum Update mit ihm überraschen wird. Ähnlich wie es auch bei Serenada zum Beispiel der Fall war. Diese wurde ja auch einfach im Trailer zum zweiten Sommer-Update zusammen mit der Schlummerfunktion angekündigt, ohne dass es vorher von seitens Nintendo irgendwelche Hinweise gab. Aber was glaubt ihr? Werden wir Coffee im kommenden Update sehen? Denkt ihr, dass wir wirklich eine Kochfunktion im Spiel bekommen werden? Schreibt es mir gerne in die Comments. Also ich selbst muss sagen, dass seitdem man im Spiel Gemüse anbauen kann, ich mir in New Horizons tatsächlich auch eine Kochfunktion vorstellen könnte. Und was Coffee angeht, wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl. Ich hoffe und glaube daran, dass er im nächsten Update kommen wird. Ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass euch das kleine Prediction-Video zum kommenden, wahrscheinlich letzten Update für dieses Jahr gefallen hat. Falls ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanal-Fact noch am Rande. Aktuell haben 65% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert.
Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine Livestreams mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke. Somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ich live bin. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.